Herr und Frau Hellwig, ich möchte mich zunächst einmal bedanken, dass Sie sich die Zeit nehmen, mit mir über den Verlust Ihrer am 16. Oktober 2006 getöteten Tochter Anna zu sprechen. Ich möchte mit Ihnen über Annas Tod und die Folgen für Sie als Familie sprechen, wie Sie gelernt haben, damit umzugehen, aber vor allem auch darüber, ob Sie dem Täter inzwischen vergeben konnten. Der Täter hieß William und war damals ein 24 Jahre alter Brasilianer, in den sich ihre Tochter, damals 28 Jahre alt, während eines Urlaubs auf Fuerteventura verliebt hat. Er hat sich nach ihrem Tod 4 Tage später in der Untersuchungshaft am Holzenglasis das Leben genommen. Herr und Frau Hellwige, wie haben sich Anna und William kennengelernt und welchen Eindruck hatten Sie von dem Brasilianer, als Sie ihn das erste Mal kennengelernt haben? Vielleicht Frau Hellwige zunächst. Ja, also das war ein kurzfristiger Urlaub, den Anna alleine angetreten ist. Und sie hat diesen Brasilianer am letzten Urlaubstag kennengelernt. Und dann haben die beiden sich verabredet für Weihnachten und dann kam er hierher zu Besuch. Und dann haben wir ihn kennengelernt und er machte auf uns einen sehr frischen und fröhlichen Eindruck. Er konnte wunderbar lachen, hatte schöne Zähne und ja, er war ein junger, frischer Mann. Und ich konnte mir gut vorstellen, dass Anna sich in ihn verliebt hat. Was war denn Anna für eine Persönlichkeit? Also auf der Seite Ihrer Anna-Hellwege-Stiftung, die Sie ja nach dem Tod gegründet haben, beschreiben Sie sie mit wunderbaren folgenden Worten. Anna war ein ganz besonderer Mensch. Wenn sie einen Raum betrat, ging die Sonne auf. Kein Wunder, dass so viele Freunde noch heute von ihr als Sonnenschein sprechen. Wie würden Sie Ihre Tochter bezeichnen? Ja, dieser Satz mit der aufgehenden Sonne, der hat uns sehr verfolgt, weil besonders ihre Freundinnen der Meinung waren, dass der Raum durch die Sonne erhellt würde und durch Anna. Und so gab es diesen Spruch und so haben wir übrigens auch das Grab gestaltet wie eine untergehende Sonne. Wie geht's? Ja, wie sehen Sie, also wenn Sie die Persönlichkeit Ihrer Tochter einmal beschreiben möchten? Also die Sonne ja, aber sie wirkt ja, wenn Sie die Bilder sehen, ich habe mir das Album angeguckt, als eine sehr fröhliche, offene. Sie beschreiben sie auf der Homepage auch als selbstbewusste Frau. Wie würden Sie Ihre Tochter beschreiben, Frau Hellwege? Ja, sie ist genau so, wie Sie es jetzt eben beschrieben haben. Sie ist sehr selbstbewusst, aber auch sehr fröhlich und offen auf Menschen zugehend. Ein kleines Beispiel aus dem Kindergarten. Sie hat ihre Kindergartenfreunde gleich aufgemischt, indem sie sagte, du machst das, du machst das, du machst das. Also sie war da schon so ein kleiner Dirigent. Du nimmst die Kanne, du machst die Förmchen. Also sie war eine Mischung von sich durchsetzen, stark durchsetzen, aber auf eine Art und Weise, dass sie damit auch gleichzeitig Freunde gewann. Und das war das Besondere. Und sie war ja auch eine erfolgreiche Managerin. Ja. Also sie war sozusagen mitten im Leben, mitten im Beruf angekommen, ja, als sie den William kennengelernt hat. Was vermissen Sie am meisten, wenn Sie an Anna denken jetzt? Ja, die Fröhlichkeit, die sie ins Haus gebracht hat. Also da war wirklich was in dem Mädchen drin, was ihr gerade auch im Beruf geholfen hat, dass sie innerhalb kürzester Zeit da bei der PR-Agentur ganz nach oben aufgestiegen war. Und auch noch einen Preis nach dem Tode bekommen hat für diese eine Aktion, die sie maßgeblich miterfunden hat, von DAF. Wir sind zwar keine Models, aber wir möchten trotzdem trockene Haut haben. Die ist von ihrer Tochter, das ist ja toll. Das war das erste Mal, dass man in der Werbung festgestellt hat, dass man nicht die teuren Models braucht, sondern auch andere. Normale Menschen, genau. Normale Menschen, genau. Normale Menschen. Ich würde ganz gern einmal nochmal, weil Sie sagten, der William, Sie konnten sich das vorstellen, Frau Hellwege, dass sie sich verliebt hat. Ich habe die Bilder gesehen, es war ein sehr gut aussehender junger Mann und er wirkte auch sehr fröhlich, hat ein Album gemacht und so weiter. Würden Sie sagen, die beiden passten gut zusammen? War sie glücklich mit ihm? Und vielleicht die Anschlussfrage, hatten Sie zuvor schon einen Verdacht, dass es ihr eigentlich nicht so gut mit ihm geht? Das ist schwer zu beantworten, aber es geht einem viel durch den Kopf, wenn man den Hintergrund von dem jungen Mann weiß und überlegt sich die Zukunft dieser beiden, die eine erfolgreich und weiß alles, kann alles und er ein bisschen hilflos, aber von der Erziehung her oder wie auch immer,
doch ein starkes, machohaftes Gehabe, was nicht zusammenpasste. Das war eine Mischung von Unsicherheit, aber doch sein gutes Aussehen und seine Stärke immer wieder darstellen wollen. Und Anna war so verliebt, dass sie das alles mitgemacht hat und gesagt, ja, ich habe das im Griff, das ist schon, das ist alles in Ordnung. Was für eine Ausbildung hatte William? War der, ich glaube, er war Haustechniker auf Fuerteventura? Nein, er hatte gar keine Ausbildung. Okay. Er ist von zu Hause weg, es hat dann in Madrid gelebt, er hat da sich als Anstreicher verdingt sozusagen und dann ist er nach Fuerteventura gegangen, weil er da angeblich jemanden aus der entfernten Familie hatte, der hat gearbeitet für Klimaanlagen und hat ihn mitgenommen und da hat er dann gelegentlich mit ausgeholfen. Mhm. Also er hatte keine Berufsausbildung und er hatte auch keinen festen Job. Er ist dann eben nach Hamburg gekommen, ist zu ihrer Tochter gezogen und war sozusagen dann auch ein Stück weit von ihr abhängig. Ja, total. Das ist sicher auch ein großes Problem für jemanden, der gerade in einer etwas machohaften Gesellschaft aufgewachsen ist. Ich will jetzt zu dem ganz schmerzhaften Punkt kommen. Wann und wie haben Sie von dem Tod Ihrer Tochter erfahren? Können Sie den Tag und den Moment nochmal beschreiben? Ja, das war sehr unglücklich, weil ich ganz alleine war, weil mein Mann mit meinem Sohn und der Familie in der Stadt waren, um eine Wohnung anzugucken. Und ich wollte gerade aus dem Haus und da kam ein Anruf von der Firma, weißt du, wo Anna ist? Die ist nicht gekommen, die hat sich nicht abgemeldet, das ist nicht ihre Art. Wir waren auch schon bei ihr zu Hause, da macht keiner auf, ihr Auto steht da. Da ging mein Herz schon so. Ja. Und dann bin ich losgefahren. Ich sage, nein, ich weiß es nicht, aber ich habe einen Schlüssel für die Wohnung und ich fahre da jetzt hin. Und dann unterwegs bin ich immer an die Seite gefahren, um meinen Mann zu erreichen und meinen Sohn zu erreichen und seine Mutter. Mhm. Und keiner hatte sein Handy an oder hat es gehört. Und dadurch war ich ziemlich aufgeregt und hatte ein ganz schlechtes Gefühl, als ich raufgegangen bin und die Wohnung aufgeschlossen habe. Und das war ein herrlicher Sonntag, das weiß ich auch noch. Und bin in die Wohnung rein, sehr vorsichtig. Und auf der Mittelstation war so eine Holzbank mit lauter Pflanzen abgestellt, wie das in diesen Treppenhäusern üblich ist. Und die waren alle umgestoßen und kaputt und lagen auf dem Boden. Und da habe ich schon gedacht, der ist in höchster Eile geflohen, so doll, dass der diese Blumen mitgenommen hat. Das war ein spontaner Gedanke, den ich hatte, bevor ich in die Wohnung kam. Und dann, dann bin ich in den Flur und dann ins Wohnzimmer und da waren die Betten nicht gemacht. Und da habe ich nur gedacht, oh Gott, sehr gut, Sie sind nicht in den Betten, dann sind Sie auch nicht da. Wunderbar, dann gehe ich noch in die Küche und dann gehe ich ins Badezimmer und da lag sie. Und das war schrecklich, das war einfach furchtbar. Das kann ich mir vorstellen. Ja, sie lag da in einer Blutlache. Sie lag auf dem Rücken und nein, sie war gar nicht, das habe ich nicht gesehen. Sie sah eigentlich total unbeschädigt aus. Und das hat mich auch so irritiert. Und dann habe ich mit ihr gesprochen. Ich sage so ungefähr, warum liegst du hier? Komm mal hoch, wenn man das ja nicht wahrhaben will in dem Moment. Und sie war ganz kalt. Und ich muss wohl geschrien haben, das habe ich aber selber gar nicht wahrgenommen. Und im gleichen Moment kam ein Mann mit seinem Schäferhund in die Wohnung und fragte mich, Frau Helbige, was ist los? Ich sage, ich glaube, ja, gucken Sie mal selber. Und soll ich die Polizei rufen? Ja, rufen Sie die Polizei. Ja, und dann kam die Polizei. Und wie haben Sie davon erfahren? Sie sind ja irgendwann erreicht worden. Ich habe mich dann erreicht. Wir waren hatten bei einer Hausbesichtigung und da hatten wir unsere Telefone im Auto gelassen, alle. Ja, sehr. Und dann, als wir wieder im Auto waren, kam der Anruf, es ist was Schreckliches passiert, komm sofort zu Annas Wohnung. Und das war 10 Minuten entfernt. Und dann bin ich ja hin und dann sah ich das Polizeiauto vor der Tür. Und wir hatten ja den Sonntagabend schon die Diskussion mit ihr. Sie war ja der Fehler, den wir uns ewig vorwerfen werden, ist, dass wir sie haben nach Hause fahren lassen, weil sie eben gesagt hat, sie kriegt das hin mit Williams. Wir sollen uns da nicht drum kümmern, keine Sorgen machen. Und dann ist eben sonntagsabends
um 11 hier weggefahren und nachts um 4 zum Montag hin ist sie ja dann getötet worden. Insofern wussten wir, dass da die Gefahr bestand, wenn da jetzt Polizei ist, dass da irgendwas passiert ist. Man muss dazu sagen, dass sie ja, dass es eine Gewohnheit war, dass wir uns jeden Sonntagabend trafen, auch mit William, und sind dann ins Blockhaus gegangen oder haben irgendwas gemacht zusammen. Und er war nicht dabei und wir haben uns schon gewundert. Und dann hat sie uns über einen Streit erzählt, der also verschiedene Inhalte hatte. Und die Perspektive war wohl, dass sie meinte, sie müsse sich demnächst auch von ihm trennen. Und ich denke, es ging auch bei dieser Auseinandersetzung darum. Und da haben wir zu ihr gesagt, wenn ihr jetzt im Streit auseinandergegangen seid und du kommst jetzt nach Hause, dann bleib doch lieber hier heute Nacht und fahr morgen früh nach Hause. Und genau das ist eben nicht passiert und ihr zum Verhängnis geworden. Es ist eine Tat, also es war eine Tat im Affekt vermutlich. Absolut. Ja, also es war jetzt kein geplanter Mord. Der junge Mann ist ja dann auch, glaube ich, relativ schnell gefasst worden und auch in Untersuchungshaft gekommen. Und haben Sie ihn da noch mal gesehen oder gar Nein, nicht mehr? Nein, das ging ja sehr schnell. Also das war von Montag bis Sonnabend. In der Nacht von Freitag auf Sonnabend hat er sich das Leben genommen. Und ja, für uns war das ja auch alles gar nicht verdaubar erstmal. Es war ja ganz unwirklich. Das konnte man ja gar nicht begreifen eigentlich. Obwohl ich es ja nun mit eigenen Augen gesehen habe und es ja begreifen musste, aber das schiebt man dann auch sehr weg und versucht es erstmal nicht wahr sein zu lassen. Sie haben ja zuvor schon ein Kind verloren, den Zwillingsbruder Ihres Sohnes Jan Henrik starb aufgrund von Geburtsschäden, als er 6 Monate alt war. Ich habe selber Kinder, man kann sich das, also ich kann mir nicht Ihren Schmerz vorstellen, aber ich kann mir vorstellen, wie schrecklich das ist. Ja. Das zweite Kind zu verlieren. Haben Sie nach der Tat von William jemals gedacht, den Tod von Anna halte ich nicht noch aus? Am Anfang sehr stark. Oder ich habe mich auch gefragt, es kann eigentlich nicht sein, dass man 2 Kinder verliert. Warum? Was geht hier vor? Also das war für mich schon eine sehr, sehr harte Strafe, die ich so empfunden habe. Wo ich Strafe dachte, durch wen? Ja, durch die Umstände oder durch das Leben. Das Leben ist ja nie so, wie man es denkt. Man plant es, ich wollte eine große Familie haben, ich wollte viele Kinder haben und hätte ich jetzt auch 3 gehabt normalerweise. Aber die Dinge laufen anders und dann überlege ich natürlich und denke zurück an diese behütete Kindheit, was man, wissen Sie ja auch, was man tut, Kinder aus der Disco abholen, alles. Viele Dinge überlegt, wo was passieren könnte. Aber dann passieren solche Dinge, auf die man keinen Einfluss hat und muss dann damit fertig werden. Man muss damit leben. Sie haben ja Menschen um sich herum gehabt. Also ich würde gerne mal wissen, wer hat Ihnen denn nach Ihrem Verlust geholfen? Also welche Menschen? Man kann ja nicht jeden um sich herum ertragen. Wen haben Sie ertragen können um sich herum? Wer kam? Also eigentlich das Besondere an diesem furchtbaren Ereignis ist, dass wir in ein Netz gefallen sind, was es wahrscheinlich selten gegeben hat oder gibt. 24 Stunden nach dem Tod der Tochter klingelte das hier an der Tür und da waren ungefähr 15 junge Leute, Annas Freunde, und kamen hier rein und sagten, was ist da passiert, wie sollen wir weiterleben, sodass wir diesen Gedanken, den wir natürlich hatten, und die ersten 24 Stunden waren ganz, ganz furchtbar, dass man das nicht aushält, der war auf einmal weg, weil wir uns um die jungen Leute kümmern mussten. Und ganz besonders meine Frau, die hat also jetzt 5 Ersatztöchter, die inzwischen alle verheiratet sind, alle Kinder gekriegt haben in den letzten 18 Jahren. Und die haben ein so schönes, angenehmes Verhältnis, sind sehr oft zusammen. Und die haben uns von Anfang an gefordert und auch geholfen, Freundeskreis zu bilden. Und jedes Mal, wenn einer schwächelt, dann kamen die anderen sofort
und haben geholfen. Und das war eben die Besonderheit. Das war das eine, dass man das aus dem Kopf rausbekam, den Gedanken, ich halte das nicht aus, denn man hält es eigentlich nicht aus. Aber der Gedanke hilft dann ja nicht weiter, man muss ja dann irgendwas tun. Und dann kam eben die Idee mit der Stiftung und all solche Ablenkungsmanöver, die einem dann sehr geholfen haben. Auf die Stiftung würde ich gerne nachher nochmal hinwegkommen, dazu kommen. Sie haben ja auch Kontakt zum Weißen Ring bekommen und ja. Da gab es Mitarbeiter, die Sie auch begleitet haben. Wie sah das denn aus, die Begleitung durch den Weißen Ring? Das war besonders schön. Also als Jurist weiß ich ja, dass der Weiße Ring von der Polizei eingeschaltet wird, wenn irgend sowas passiert. Und hatte nur noch dunkel in Erinnerung, dass man uns auf der Polizeiwache gefragt hat, ob man unseren Fall dem Weißen Ring melden darf. Und da habe ich gesagt, natürlich, warum, wieso nicht? Und dann kam, zwei Tage später, stand dann eine große, schlanke Frau mit einem Alpenveilchen, ja. So ein klein hier vor der Tür und klingelte. Nachdem wir sonst nur Presse hatten, und zwar leider auch von der Bild-Zeitung in wildester Form an der Tür. Wir mochten also gar nicht mehr an die Tür gehen. Aber dann stand Frau Eriksen Kruse da, und mit der sind wir jetzt ganz eng befreundet. Die hat uns eben sehr geholfen und hat das auch irgendwie dann gemerkt, dass das etwas anders ist bei uns. Aber sie muss ja auch sehr oft in finanzieller Hinsicht helfen. Das kam dann Gott sei Dank bei uns nicht zum Tragen, sodass wir andere schicke Sachen machen konnten. Mhm. Eben mit Frau Fehrs auch diesen Gottesdienst zusammen angefangen und durchgeführt haben all die Jahre. Wie heißt der Gottesdienst? Den Opfern eine Stimme geben. Das ist der am 22. März, ja. Wo ich auch eine Fürbitte lese, genau. März, da sehen wir uns ja dann auch. Das genau. Jeden Jahre stattfindet. Ja. Ach, der ist durch Ihre Initiative entstanden? Mit? Ja. Oder den gab's? Ja, es war eine Gemeinschaftsinitiative von Frau Fehrs und Frau Eriksen Kruse und die haben uns mit ins Boot geholt. Es waren auch noch andere Paare dabei, die ähnliche Schicksale hatten wie wir. Und wir haben gemeinsam diese Gottesdienste gestaltet. Und ein Part von uns ist, Kerzen herzustellen. Also wir haben jetzt wieder 200 Kerzen, so große, und machen da rote Herzen drauf. Und die soll jeder mitnehmen, wenn er wieder nach Hause geht, also auch von der Kirche nach Hause, um ein Andenken zu haben und auch für seine Nächsten und Lieben vielleicht diese Kerze anzuzünden. Also Rituale, die sich wiederholen. Das ist, glaube ich, eine ganz wichtige Sache. Ja. Rituale sind wichtig. Die werden Sie wahrscheinlich auch an Geburtstagen und Todestagen haben. Wir haben ja hier auch so eine wunderbare Ecke für Anna gestaltet und haben selber Bild gemalt von Anna, wie sie lacht. Ja. Und das finde ich sehr, sehr schön. Also ich weiß immer, ich habe ja viel mit Menschen zu tun, die trauern durch meine Arbeit. Und da höre ich immer wieder, wie wichtig Rituale sind. Ja. Ich würde dann noch mal gerne darauf kommen, Sie hatten ja auch einen Geistlichen an Ihrer Seite. Die Trauerfeier wurde von dem inzwischen verstorbenen Stormanner Propst Helmer Christoph Lehmann, der ja Anna gut kannte, ich glaube, der hat konfirmiert, getauft, alles sozusagen geleitet. Gab er Ihnen Trost? Hat er Sie auch weiterhin begleitet? Ja, aber sehr oft da, vornehmlich freitags nachmittags, kam er mit dem Fahrrad. Und das Erste, was er immer sagte, war, störe ich? Ich sage, Herr Lehmann, Sie stören nie. Und dann gab es immer sehr intensive Gespräche. Nicht immer nur über Anna, auch über andere Dinge, die gerade in der Welt passierten und auch hier vor allen Dingen in Volksdorf, über die Ohlendorfsche Villa, wie man das finanzieren kann und Spenden einsammeln. Es war immer sehr intensiv und vielseitig, aber er war fast wie ein Familienmitglied, weil er alle unsere Kinder getauft hat und auch Steffen, den Zwillingsbruder von Ricky. Mhm. Mit dem sind wir dann nach Eppendorf und er hat eine Nottaufe vorgenommen. Also die schönen und die guten Dinge hat er mit uns intensiv erlebt und deswegen war er für uns wie ein Freund. Und klar konnte er uns helfen. Wie weit hat denn der Glaube an Gott Ihnen geholfen? Wenn Sie der Kirche schon nah waren, hat er geholfen oder haben Sie eher gezweifelt, wie er so einen Verlust zulassen konnte? Ich habe was gelernt, und zwar die Aussage eines Einzelnen, dessen Namen ich nicht nenne, und
Der hat gesagt, der liebe Gott hat keine Zeit, sich um Einzelschicksale zu kümmern. Und daraufhin habe ich wieder Frieden mit meinem lieben Gott geschlossen und gesagt, okay, dann sieh zu, dass du das große Ganze in Ordnung bringst. Ja. Aber es ist ganz allein im Glaube, sich dann aus dem Schopf, aus den Tiefen herauszuziehen, kann ich mir nicht vorstellen. Ja, was ich auch sagen wollte, war, dass das habe ich jetzt vergessen. Das wollte ich gerade sagen, als du anfingst. Aber vielleicht fiel es Ihnen wieder ein. Also was, ja. Mich ja noch mal, was ich sehr schön an Ihnen finde, wenn ich Sie beobachte, ist, dass Sie miteinander lachen können, dass Sie aufeinander Rücksicht nehmen. Das ist ja nicht selbstverständlich nach so einem Verlust. Es gibt viele Menschen, die eine andere Art haben, miteinander, also nicht nur miteinander umzugehen, auch mit dem Tod umzugehen, mit der Trauer umzugehen. Frauen trauen manche vielleicht anders als Männer. Sie haben ihre Stiftung gegründet. Wie gesagt, da kommen wir noch drauf. Sie haben sich vielleicht anders engagiert. Wie lange hat es gedauert, bis Sie auch als Familie und Ehepaar wieder einen normalen Alltag haben? Und was würden Sie auch anderen Menschen raten dazu, wie man mit so einem Verlust gemeinsam stark bleibt? Also ich glaube, es waren, wie mein Mann schon sagte, die Mädchen. Ich musste für die Mädchen da sein. Die haben tatsächlich wortwörtlich gesagt, was machen wir jetzt ohne Anna? Mhm. Und eine Aufgabe zu haben, ist ganz wichtig. Also ich hätte wahrscheinlich sonst angefangen zu arbeiten oder noch mehr zu malen oder irgendetwas. Mein Mann hat die Stiftung gegründet. Also sich um andere kümmern, ist eine sehr gute Therapie, die auch von dem eigenen Schmerz ablenkt und vielleicht auch mal sich vergleichen mit anderen. Und ich bin jemand, der immer die Habenseite aufzählt. Und was ich nicht habe, sondern ich versuche immer das Gute. Guck mal, was ich alles noch habe. Ich habe noch einen Sohn. Ich habe noch zwei Enkel. Ich habe noch einen Mann. Ich lebe in einem schönen Haus. Also sich das Positive ganz intensiv bewusst machen, um das Negative zu akzeptieren. Möchten Sie da was ergänzen oder sehen Sie das genauso? Das sehe ich genauso. Wobei dieses Thema Ehepaare, haben wir auch wieder was gelernt, dass jeder mit Trauer und solchen Sachen unterschiedlich umgeht. Und das ist bei uns auch, das muss man halt akzeptieren. Ich bin als Segler ein Gartenfreak geworden, was ich in meinem Leben überhaupt nie war. Wenn Sie hier den Garten sehen, schlagen Sie die Hände zusammen. Aber auf dem Friedhof, wo meine Anna liegt, bin ich jede Woche und mache da meinen Gartendienst. Meine Frau gar nicht. Mhm. Die kann nicht zum Friedhof. Ich kann zum Friedhof, aber es ist anders. Ich sehe Anna überall, sie mir nahe. Ich muss dafür nicht zum Friedhof gehen. Aber damit muss man durch. Ansonsten ist es natürlich schön, wenn man zu zweit ist und am gleichen Strang zieht. Es ist sicher besser, als wenn man allein irgendwo übrig bleibt mit dem Schmerz. Das kann nicht gut sein. Ich möchte ganz gerne jetzt auch zu einem Kernthema nochmal kommen, auch dieses Interviews, nämlich zum Thema Vergebung. Denn manche Menschen, vor allem ja auch Christen, sagen, dass es die einzige Möglichkeit ist, um gut weiterzuleben, indem man verzeiht. So heißen auch die Schlussworte des Vaterunsers: Unser tägliches Brot gib uns heute, vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Können Sie das so mitbeten? Schwierig. Aber ich denke, wenn man es schafft, ist man ein zufriedenerer Mensch und hört auf zu hadern. Das tun die meisten. Ich hadere, aber du hast fast die gleichen Worte mir gegenüber schon geäußert und hast gesagt, ich habe ihm vergeben. Es war auch ganz schrecklich, als wir die Nachricht bekamen über Telefon, dass er sich im Gefängnis erhängt hat, ist meine Frau in Tränen ausgebrochen und hat bittere Tränen vergossen, ob des Todes.
wenn dem mir ein Stein vom Herzen fiel, weil den Prozess hätte ich als Jurist wirklich nicht ertragen können, was da denn immer so alles hervorkommt, auch bei, in diesem Fall. Also genau diese Worte, die Sie vorne im Vorspann sagten, dass man das nur ertragen kann, wenn man vergeben kann, hat meine Frau mir gegenüber auch gewählt, ohne dass sie sie kannte. Ja, aber Sie können das nicht? Ich kann das nicht, nein. Ich kann ihn nur vergeben über seine Herkunft und über das, was ich inzwischen auch wieder überall gelernt erfahren habe, dass es offensichtlich zum Beispiel in Brasilien das Leben einfach nicht richtig wertgeachtet, hochgeachtet wird, sondern eben das dazu gehört, dass in den Favelas die Leute ermordet werden und er ja übrigens auch sein eigenes Leben weggeworfen hat, was auch erkennen lässt, dass er das Leben nicht richtig geachtet hat. Und es hätte vom Glauben, durfte er ja auch keinen Selbstmord machen. Also für mich ist es nach wie vor unfassbar. Auf den Begriff haben wir uns geeinigt. Ich möchte noch mal erklären, diese bitteren Tränen, die ich geweint habe, als ich erfuhr, dass William sich das Leben genommen hat, die habe ich geweint um zwei Menschenleben, junge, gesunde Menschenleben, die jetzt einfach nicht mehr da waren. Und ich habe genau solche schwierigen damit es zu verzeihen oder zu akzeptieren, aber ich kann es erklären und dieses für mich Erklärende bewirkt, dass ich es akzeptiere. Also vergeben ist eine Sache, die man wirklich immer wieder hinterfragen und üben muss und dann muss man zu einem Punkt kommen und sagen, ja, die Dinge sind so, wir können sie nicht mehr ändern, ich habe es verstanden, wie es alles passiert ist, es ist gut, es ist jetzt gut, sonst kann ich nicht weitermachen. Und ich möchte noch für meinen Mann da sein, für meine Enkel und für meinen Sohn. Und das ist meine Motivation. Und wenn ich heute William und Anna fragen würde, die würden ja sagen, so was Beklopptes, was haben wir da bloß gemacht? Oder wie konnte das passieren? Aber ich hatte ihnen ja schon gesagt, mein Spruch, das Leben ist wie Zeichnen ohne Radiergummi. Und das ist doch ganz klar, so ist es. Man kann es nicht rückgängig machen. Und ich denke, beide würden es sehr gerne rückgängig machen. Es gab ja auch einen Abschiedsbrief von William, bei dem er sie um Verzeihung gebeten hat. Ja. Und er hat, ich lese es mal vor, geschrieben, es tut mir aufs tiefster Seele leid. Ich habe die Frau meines Lebens getötet. Ich gehe in ein anderes Leben, um mit Anna zu sein. Das ist schon sehr berührend, muss ich sagen. Das ist schon etwas, dass er eben ein gesunder Mensch in einem Affekt, in einem unüberlegten Moment aus Wut, wir wissen es ja alle nicht, was in dieser Nacht passiert ist, sich und ihr das Leben geraubt hat. Er hat ihn aber auch noch mehr hinterlassen, nämlich ein Album mit Bildern von ihm und Anna aus glücklichen gemeinsamen Tagen. Manche hätten dieses Buch vielleicht weggeschmissen. Also ich wüsste nicht, wie ich reagiert hätte, wenn, ich habe jetzt einen Sohn, der ist 21, ein anderer 23, wenn mir so etwas hinterlassen worden wäre. Aber Sie bezeichnen das in einem Abendblattartikel von einem Kollegen von mir als Ihre Bibel, Frau Hellwige. Warum? Ja, ich weiß nicht, ob das zutrifft, aber es war sehr viel Trost, weil alle diese Bilder ja ein verliebtes Paar zeigen. Und da war es noch schön, da war es gut und friedlich. Und das war für mich einfach Trost, dass ich sehen konnte, wie glücklich meine Tochter auch war. Mhm. Nein? Wie ist das für Sie? Ist das auch Ihre Bibel? Können Sie das Album angucken? Nein, ich konnte es anfangs, die ersten 2-3 Jahre habe ich das überhaupt nicht sehen wollen, obwohl ich wusste, dass sie ein solches zum Geburtstag von William geschenkt bekommen hatte. Wollte ich das weder sehen, noch habe ich es mir angeguckt, aber dann ging es, auch im Zusammenhang mit einem Interview, holte dann meine Frau das aus dem Schrank und dann fiel mir das wieder ein. Und seitdem
kann ich das auch sehen, weil das muss man akzeptieren. Sie war so schnelllebig, dass sie mir ja auch sagen, das, was sie in ihren 29 Jahren erlebt hat, das erleben andere in 58 nicht. Also haben wir, war sie so furchtbar verliebt in diesem komischen letzten Jahr, dass das für andere fürs ganze Leben gereicht hat. Und dann freue ich mich eben, wenn sie das sieht. Sie hat zum Beispiel behauptet, mit den Bildern in Berlin war sie mit ihm ein Wochenende, dass da die anderen Mädchen, die ihnen entgegengekommen sind, hinter ihnen in Ohnmacht gefallen sind, weil er so hübsch war. Finde ich auch, er ist wirklich ein sehr gut aussehender Mann gewesen. Fand ich nicht, aber... Ja, also das ist, glaube ich, natürlich jetzt etwas subjektiv gesehen, das ist ja auch nicht wichtig. Es ist einfach, wie gesagt, es ist vorbei. Aber Sie haben ja ein Herzensprojekt, in dem Sie helfen, anderen Menschen auch helfen. Und Sie haben ja jetzt dann 2006 die Anna-Hellwege-Stiftung gegründet. Herr Hellwege, welchen Stiftungszweck verfolgt Sie? Welche Stellung nimmt Sie in Ihrem Leben ein? Ja, das war natürlich wieder eine typisch deutsche Geschichte. Was den Stiftungszweck anbelangt, gegen Gewalt für die Liebe war der erste Zweck in der Satzung drin. Und dann meldete das deutsche Finanzamt, dass das beides keine steuerlichen Begriffe seien. Damit könnten die nichts anfangen. Fand ich ja gut. Also haben wir den Zweck nach Bundessozialgesetz gemacht, dass wir alle, die irgendwie Geld brauchen, in Not sind, mit der Stiftung fördern können. Aber Hintergrund ist, dass wir uns überlegt haben, einmal, ich vor allen Dingen, wie kann ich Anna auf Ewigkeit erhalten? Und das ist tatsächlich nur die Stiftung, die stirbt ja nie, sondern die bleibt ja ewig bestehen. Und dass wir dann, was wir fördern wollen, überlegt haben anfangs, dass wir diese Gewalt gegen Frauen, insbesondere bis hin zum Tode, versuchen wollten zu verhindern, auch mit den Freundinnen von Anna, wovon zwei auch immer schon mit im Vorstand sind, damit, wenn ich mal nicht mehr bin, trotzdem in Annas Sinne weiter gefördert werden kann. Ja gut, gegen die Gewalt gegen Frauen sind schon sehr viele am Markt und üben sich und versuchen, das zu verhindern, sodass wir jetzt da sind, dass wir sagen, die Leute müssen von der Straße, also versuchen Bildung, 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 Sport, Sport, hier. Und dann haben wir im letzten Jahr oder Jahren festgestellt, dass wir mit unseren geringen Spendenaufkommen in Afrika so unendlich viel mehr erreichen können. Und fördern jetzt also sehr viel afrikanische Frauen in letzter Zeit zur Selbstständigkeit, dass sie nicht alle herkommen müssen, sondern dass sie auch da bleiben. Ich habe zwei letzte Fragen. Zum einen, es gibt ja den Spruch, die Zeit heilt alle Wunden. Können Sie das auch für sich sagen? Ja. Es wird besser. Und was bereitet Ihnen heute Freude im Leben? Sie haben ja inzwischen auch Enkel, ich habe Sie gerade gesehen, ganz süß, ne? Die Enkeltochter sagte, ja, ich bin schon 6 bald und der andere ist, ja, glaube ich, 2. Ich habe ihren ganz kiebig. Sohn, genau, der ist ja bei der Tafel Geschäftsführer, ja, Hamburg, also macht auch was Soziales. Ist es das, was jetzt Ihnen Freude macht im Leben? Ja, also unser Sohn macht uns wirklich ganz viel Freude, weil sein Weg so gar nicht erkennbar war. Er hat sehr viele Jahre Kunst studiert und war also auf einem künstlerischen Weg und hat nebenbei schon immer für die Tafel gefahren, also gejobbt. Mhm. Und wir kennen Frau Dose gut und da gab es schon eine Verbindung. Und sie hat damals schon gesagt, also Ricky, der macht die Sache richtig gut. Und dann hat er durch den Tod von Anna das Studium abgebrochen, ist wieder zu uns nach Hause gezogen,
und hat hier noch 10 Jahre weitergelebt und in der Zeit sich sehr intensiv mit der Tafel beschäftigt und war erst Fahrdienstleiter und ist dann peu à peu die Leiter hochgeklettert. Und was mich so fröhlich macht, ist, dass er so gut mit Menschen umgehen kann. Er ist locker, fröhlich, ob es jemand Berühmtes ist oder jemand nicht so berühmt, das spielt gar keine Rolle. Er ist immer gleich, er kommt sehr natürlich rüber und ist sehr fleißig und nimmt es sehr ernst und versucht immer, noch Verbesserungen zu finden. Er geht ganz in seinen Job auf. Vorher war Anna diejenige und er stand im Schatten. Ich weiß nicht, ob er diesen Weg so erfolgreich gegangen wäre, wenn seine Schwester jetzt noch da gewesen wäre. Also das sind Entwicklungen, die man gar nicht vorher ahnen kann. Das macht mir sehr viel Freude, das Malen macht mir Freude, unsere wirklich langjährigen guten Freunde, die uns immer beigestanden haben. Also ich würde sagen, wir haben ein gutes Leben, was wir jetzt auch, solange wir noch gesund sind, leben können. Herr Hellwege, Frau Hellwege, ich danke Ihnen ganz wirklich von Herzen für dieses Vertrauen, was Sie mir geschenkt haben, Ihre Offenheit auch. Und ich hoffe sehr, dass das Gespräch anderen Menschen hilft, mit dem Verlust eines Angehörigen zurechtzukommen, der vielleicht auch gewaltsam getötet worden ist. Vielen, vielen Dank. Sehr gerne. Ja, noch ein Schlusswort. Dass wir das gerne machen, ist bei mir im Hintergrund, dass ich wirklich gerne das Bewusstsein der Menschen wecken möchte, dass wir diese Gewaltschiene verhindern, rechtzeitig erkennen und offen, mit offenen Augen durch die Welt gehen, um solche Sachen eben nicht geschehen zu lassen. Und das ist bei uns natürlich so, dass Anna nicht gestorben wäre, wenn die Nachbarn die Polizei gerufen hätten. Und so gibt es so viele Kleinigkeiten, die so böse Ketten unterbrechen und es verhindert wird, dass so was Schlimmes passiert. Das ist der Hauptgrund, weshalb wir uns das immer noch gerne antun. Mit vom Mensch zu Mensch sowieso. Dankeschön.